Willkommen zu einem neuen Gameplay eines Spiels. Heute mal ohne Niklas, dafür mit mir. Und Onkel Ansgar hat mal wieder tief in die Spielekiste gegriffen und dabei den Verkehrsplaner Die Simulation rausgesucht. Was das genau ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir nehmen mal den Schwierigkeitsgrad leicht. Und uns begrüßt dieses wunderbare Fenster. Und hier sollen wir jetzt unser Unwesen treiben. Das heißt, wir sollen diesen Abschnitt... Ah, jetzt kommt hier das Tutorial, das will ich aber gar nicht haben. Wir sollen diesen Abschnitt hier verwalten. Und ja, das ist eigentlich so im Grunde genommen unsere Aufgabe. So, die Autofahrer, die fahren alle sehr friedlich. Allerdings trügt der Schein. Die können nämlich böse Unfälle bauen. Das werden wir aber alles noch sehen. Noch geht's ruhig los. Und die Zeit nutzen wir, um mal den Pendlerverkehr zu regeln. Nämlich sollen die Pendler von links nach rechts... Oh, es ist Frühling. Danke für die Erklärung. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Von links nach rechts. Und für jedes Auto gibt es dann irgendwie eine Anzahl von Punkten und die werden dann oben angezeigt. Man sieht, die Pendler sind alle sehr unzufrieden, bla bla bla. Das juckt mich nicht die Bohne. Ich muss aber trotzdem irgendwie machen, um hier weiterzukommen. Also geht's los. So. Das machen wir mal so. Das machen wir dann meinetwegen so. Die leiten wir da rein. Die müssen hier rein. So. Man sieht schon, das Ganze ist mit Action geladen. Aber wenn man einen Simulator spielt, dann erwartet man ja jetzt auch nicht unbedingt die actionreichsten Spiele. So, hier natürlich so und hier so. Zack. Zack. So, toll, toll. Nee, es war falsch. So, so, so. Ach, scheiße, ey. Und hier auch. So, so. So und so. Pendler gibt es glücklicherweise noch keine. Busfahrende. Warum funktioniert das denn nicht? Ah, jetzt. Hey. Ja. Muss man auch erstmal hinterkommen, ne? Hier, so, so, und hier, so, und hier. Ne? Nee, das war, ach nee, das war richtig, so, und das, so. So, das war's aber noch nicht, jetzt müssen wir hier noch weitermachen. Und weiter geht's. Die Pendler alle schön zu einem Punkt leiten, beziehungsweise alle in die richtige Richtung leiten. Danach können wir uns dann den schwierigen Aufgaben widmen, zum Beispiel dem Ampelbau. Ja? Oder dass man einfach auch mal ein bisschen Straßen saniert, dass man Buslinien erstellt. Ja, also das, was ein Verkehrsplaner, die Simulation. So, bald ist es geschafft. Es ist auch echt spannend, ne? Also muss ich mal kurz die Entwickler loben. Das ist echt eine tolle Sache, dass man hier den
Pendelverkehr mal kurz regeln kann. Immerhin wird das gespeichert, man muss also nicht mit jedem Spielstart neu machen. Ist schon mal was, ne? Erwartet man zwar eigentlich, aber... Ja. Und auch hier noch. Und hier noch ein bisschen Pendlerverkehr. Das war hier noch. Den dahinter. Hey. Und da. Nee, nee, war schon richtig. Da. Da. Ist auch echt hier eine mühselige Aufgabe. Mein lieber Herr Gesangsverein. Dann nehmen wir noch das hier. Und die Pendler werden hier hingeleitet, obwohl hier wäre eigentlich... Nee, so ist eigentlich... So. Dann hier. 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 Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, dieses Spiel hier zu bedienen. Allein, also wenn es schon an der Führung der Pendler hapert, wie sieht es dann beim Erstellen der Buslinien aus, ja? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Ach, jetzt ist schon wieder jemand in die falsche Richtung gefahren. Und das nur wegen unserer unpräzisen Verkehrsführung, ja? Was man alles bewirken kann. Ein unzufriedenes Gesicht mehr. Aber man sieht hier oben, die Sterne kommen den unzufriedenen Pendlern immer näher. So. Jetzt das noch und dann am Ende hoffe ich, nichts vergessen zu haben. Jetzt will ich es aber auch langsam mal fertig erstellt haben hier. So. Na, stimmt, man kann ja im rausgezoomten Modus nichts machen. Was ist denn das? Wenn ich hier drauf drücke. Und dann versuchen wir es hier nochmal. Was ist hier los heute? Richtig dramatisch. So. Sollten die Pendler eigentlich alle in die richtige Richtung geleitet werden? Wenn nicht, dann ist falsch. So, das ist geschafft. Widmen wir uns dem Bau von Ampelanlagen. Ein schwieriges Unterfangen, was zuerst einmal Baufahrzeuge verlangt. Jetzt weiß ich aber gerade gar nicht, was so benötigt. Arbeiter und ein Ampelfahrzeug anscheinend. Ja, dann fangen wir mal an den Verkehrsschwerpunkten an. Ah ne, muss ich jetzt erstmal kaufen. Das ist hier alles ein bisschen mit Geschwindigkeit funktioniert. Nehmen wir jetzt direkt mal. Wo sind hier? Zwei von den Dingern. Und nehmen drei Bauarbeiter. Mehr Bauarbeiter als, ich spule jetzt ja mal hier ein bisschen, es wird ja noch, schläft das Spiel ja noch ein. Mehr Bauarbeiter als Fahrzeuge deshalb, weil nämlich dann das besser ist. Ne, weil es dann nämlich so ist, dass die Arbeiter ausgeschlafener
ausgeglichener sind. Und ja. So. Jetzt sieht man hier unsere Ausgaben und unsere Einnahmen. Und man sieht, vergleicht man diese zwei Dinger, wo ich gerade hektisch versuche drauf zu zeigen, sieht man, wir sind noch im Minus. Allerdings kommt das wegen dem Kauf der Baufahrzeuge. Hier sind also unsere Statistiken, wo man ja alles nachgucken kann. Und jetzt ja, fließt hier der Verkehr. Man merkt, die Pendler sind zufrieden. Und jetzt warte ich, dass die ersten Ampeln fertig sind. Denn damit ist das ja dann schon geschafft, die erste Hürde. Dann kann man immer weiter Ampeln bauen und dann irgendwann die Buslinien erstellen. Wie ich das allerdings mache, das seht ihr, so ihr denn wollt, dann in dem nächsten Video des Verkehrsplaners die Simulation. Und ich zoome noch mal zum Ende raus. Immer so toll hier die Lichter zu sehen und so. Wenn ihr nicht wollt, dann, wenn ihr sagt, das Spiel, das ist scheiße, das ist unnötig, das ist dumm, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sagt, davon will ich mehr sehen. Ja, das interessiert mich. Das ist genau mein Fall. Dann schreibt es auch in die Kommentare. Liefert euch ein Battle und mal gucken, wer gewinnt. Nee, also, ja, genau. Ist so, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.